In diesem Video berichtet Dr. Bieger über eine Fatigue bei einem jungen Mann mit ungewöhnlich verlaufender herpesviraler Infektion. Ich möchte Ihnen heute einen ja in vieler Hinsicht besonders interessanten Fall vorstellen. Es geht auch um eine Herpesvirusinfektion, aber in ganz ungewöhnlicher Weise. In diesem Fall ein junger Mann mit einer beruflich, in der Ausbildung schon, Weiterbildung, beruflich sehr hoch motiviert, sehr stark engagiert, auch viele Reisen außerhalb von Europa. Und dann hat sich über Jahre, wurde seine mentale und dann auch physische Verfassung immer schlechter, bis er dann nicht mehr arbeitsfähig war und fast nur noch bei vorwiegender Dunkelheit im Bett liegen konnte, kognitiv stark eingeschränkt, massive Schlafstörungen, der Tag-Nacht-Rhythmus ging verloren und deswegen hat er Schlafstörungen bekommen. Ist immer die Frage, was steht am Anfang, was ist die Folge? Schmerzen und vor allen Dingen eine Überreizbarkeit, was Licht, was Geräusche, was Ernährung angeht in jeder Hinsicht. Er hat alles Mögliche durchprobiert gehabt, bis ich mit ihm zu tun bekam. Zahlreiche Mikronährstoffe. Zuletzt hat er nur noch verschiedenste Mikronährstoffe genommen, Q10 und mit DHA experimentiert, das in hoher Dosis genommen. Stelle Ihnen die einzelnen Befunde vor, die natürlich nicht unbedingt schon von Anfang an, wir wussten nicht, in welche Richtung es geht, haben aber natürlich in verschiedene Richtungen geguckt, deswegen sind relativ viele Befunde entstanden, bei denen man sich rückwirkend fragen kann, das hätte man vielleicht auch schnell erreicht. Aber wie gesagt, er war schon jahrelang auch in ärztlicher Beobachtung bei verschiedenen Ärzten und man war eigentlich nicht weitergekommen. Blutbild ist eigentlich erstaunlich unauffällig. Das, was rot ist, ist auch uninteressant. Also eigentlich völlig unauffällig. Dann ist der Immunstatus gemacht worden. Da gab es auch nur sehr diskrete Auffälligkeiten, wenn man sich es anguckt. Das CD4-CD8-Verhältnis war etwas niedrig, aber auch jetzt nicht völlig außerhalb der Reihe. Die CD4-Zellen waren etwas niedrig, niedriger als normal, gemessen an dem gesamten auch gemessen an der Gesamtzahl der Lymphozyten, die vorhanden war. Wenn man sich da das funktionell angesehen hat, wir haben nur diesen globalen Test gemacht, das heißt die T-Zell-Reaktion auf Viren, Bakterien und Pilze untersucht. Jeweils drei Erreger sind in einem Pool zusammengefasst und dann wurde nur die Interleukin-2-Reaktion, also praktisch die proliferative Reaktion, die ja von den CD4-Zellen ausgeht, gegen diese Erreger untersuchen, da sieht man, dass die Werte gegenüber allen Erregern sehr stark reduziert waren. Also auf jeden Fall sind die CD4-Zellen nicht nur niedrig gewesen, wie ich es im Vorbefund gezeigt habe, sondern auch in der Funktion eingeschränkt, wobei auch da immer die Frage ist, ist es Ursache oder Folge der Erkrankung. Die Immunglobuline völlig normal, also da gibt es keine Anzeichen von einem B-Zell-Effekt. Auch das relativ wichtige Mannose-Bindelektin normal. Die B-Zellen völlig normal, das ist auch als unter normal einzugruppieren, also jedenfalls funktionell ohne Bedeutung. NK-Zellen, da war eine relativ diskrete Auffälligkeit, wenn man sich es anguckt, die NK-Zell-Aktivität. Die CD25-positiven NK-Zellen waren schon basal erhöht und wenn man stimuliert hat, dann war die Zytotoxizität, was diese beiden Werte besagen, war basal normal, war kaum praktisch nicht stimulierbar. Aber CD69-Expression, das ist ein Marker, der auf allen Lymphozyten im Falle der Aktivierung sehr schnell exprimiert wird und nach 24 Stunden aber schon wieder weg ist. Ist also ein sehr guter Aktivierungsmarker. Hier war auffällig, dass schon basal, genauso wie hier, eine Aktivierung bestand und dass also die Aktivierbarkeit sehr stark war. Also die NK-Zellen auf jeden Fall in einem erhöhten Aktivitätszustand, während wie gesagt die T-Zellen im Gegenteil auf reduziertem Niveau waren. Ferritin ist ja selten. Hier ist es also keine Hämochromatose, sondern wie sich dann letztlich dann herausgestellt hat, Ferritin stark erhöht, weil das Immunsystem chronisch aktiviert war. Dann diese Auffälligkeiten, die will ich nicht näher darauf eingehen. Vitamin D hatte er schon zunehmend gesteigert und war zu der Zeit also auf einem maximalen Niveau entsprechend niedrig, war Parathormon. Will ich nicht weiter betrachten. Homozystein
war deutlich erhöht, obwohl B1 spielt dabei keine Rolle, obwohl B6, B12 und auch Folsäure maximal hoch sind. Also es war jetzt nicht ein erkennbarer Vitaminmangel. Dann die Frage, was fehlt, lenkt den Verdacht darauf, dass er zu wenig Methylgruppen zur Verfügung hat. Und tatsächlich, wenn man, das war das erste S-Adrenomethionin, also der aktive Methylgruppendonator in dem System, war das erste, auf das er stark reagiert hat. Das heißt, er hatte also auf jeden Fall einen massiven Methylgruppenmangel im System. Homozystein haben wir dann später gemessen, war dann völlig normal, habe ich jetzt hier nicht da drauf. Also das war letztlich auch ein Nebenbefund natürlich, aber doch ein wertvoller Befund, dass er hier optimale B-Zell-Situation, aber eben trotzdem erhöhtes Homozystein aufgrund von Methylgruppendonatormangel hatte. Das ist jetzt auch ein Nebenbefund, aber doch sehr deutlich, die Aminoxidase, also er hatte natürlich auch er hatte nicht natürlich, aber er hatte auch einen Aminoxidase-Mangel und insofern eine Problematik mit Histamin, was er aber seinerseits dann anschließend natürlich weggelassen hat. Aber hier sehen Sie, das ist freie Histamin, das also ein Maß ist für, wenn die Laborbedingungen das entsprechende Aussage erlauben, wenn also das wirklich sauber gewonnen wird, dann ist das freie Histamin in guter Korrelation mit der Gesamthistaminbelastung im Körper. Aber das will ich auch nicht weiter vertiefen. Der AIA war hoch, weil er das eben eingenommen hat. Aber sonst sehen Sie, war sein gesamter Hormonstatus erstaunlicherweise völlig unauffällig. Also für mich erstaunlich, weil in solchen Fällen erwarte ich eigentlich, dass sich da entweder in der Kortikotropenachse und oder in der Gonadotropenachse sich da Veränderungen einstellen. Dann haben wir natürlich auch neue Stresstests gemacht. Da gehe ich jetzt nur auf die Nordrhein-Westfalen ein. Da sieht man das hier auch, dass alle biogenen Amine, Serotonin und die drei Katecholamine, Dopamin, Noradrenalin, Adrenalin, alle mehr oder weniger stark vermindert waren. Ist aber auch nicht das Zentralthema, deswegen will ich das gar nicht näher behandeln. Dann haben wir geguckt, wie sieht es auf der Zytokinebene aus, finden wir also mehr Zeichen für eine Immunaktivierung. Und da habe ich jetzt alles zusammengefasst, was wir gemacht haben. Das haben wir natürlich in mehreren Etappen gemacht. Jedenfalls alles, was an Zytokinen mehr oder weniger sinnvoll im Serum messbar ist, haben wir gemacht. CRP total negativ, aber doch eine Reihe von Markern wie das MRP 814 oder auch Calprotectin genannt, Interleukin 8, IP10 war jetzt umgekehrt erniedrigt. IP10 ist ein Marker für die CD8-Zellaktivität, wenn man so will, für Gamma-Interferon-Ausschüttung, also die war reduziert, parallel zu der reduzierten CD4-T-Zell-Aktivität, MCP erhöht. MCP ist nicht unbedingt, natürlich kein spezifischer, aber ein relativ guter Marker, oder der sensitivste Marker unter den Blutzytokinen, die man messen kann, für Neuroinflammation. Und MIF, der makrophagen-inhibitorische Faktor, waren erhöht. Also wir haben diskrete Zeichen, es geht hier, ging da noch weiter, der Immunaktivierung, der chronischen Immunaktivierung. Und das war dann ein halbes Jahr später, diese Konstellation, da waren die also unter Behandlung, worauf ich noch komme, waren die dabei zurückzugehen. Dann haben wir eine Sensitivitätsstufe höher nachgesehen in der Genexpression von Markern, die speziell viral aktiviert werden. Außerdem sieht man eigentlich nur noch die entsprechende Aktivierung bei Autoimmunerkrankungen, also jeweils viral und oder autoimmun. Da ist MXA besonders wichtig, aber auch die anderen, Interferon Beta, RIG1, EB2, hier sind Marker, die sehr früh im Rahmen einer Virusinfektion aktiviert werden, und zwar überwiegend über Interferon, das also zentral aktiviert wird und von Interferon ausgehend dann zum Beispiel die Familie der MXA-Proteine, RIG1, ich will die jetzt nicht näher besprechen, also jedenfalls sehr sensitive Marker, die den Blick stark auf eine virale Erkrankung lenken. Wie gesagt, Autoimmunerkrankung hat man immer im Hinterkopf. Dann gucke ich in solchen Fällen nach neuronalen Antikörpern. Weil, wie gesagt, die ganze Symptomatik stellte sich ja so dar, dass sie vorwiegend zentral
das Problem zentral gelagert war mit dem mentalen Einbußen, mit den ganzen Sensitivitätsstörungen, mit den großen kognitiven Problemen, mit den Orthostase-Problemen und mit der Fatigue, der schweren Erschöpfungssituation. Also eigentlich das, was auch unter CFS üblicherweise angesehen wird. Da haben wir hier Gangliosidose gesehen. Zwar nicht diese, der, nicht die bei Guillain-Barré praktisch pathognomonischen IgM, also Antikörper gegen bestimmte Gangliosidose vom IgM-Typ, sondern im Wesentlichen vom IgG-Typ. Auch die haben eine Aussage. Ich habe hier meine Tabelle eingeblendet. Und wenn man guckt, wo passt es am ehesten, dann sind es hier diese Dinge, die zum Beispiel bei der akuten inflammatorischen Polyneuropathie, also bei einer autoimmunen Polyneuropathie, die eben durch Viren in aller Regel oder in jedem Fall durch infektiöse Erreger in aller Regel angestoßen wird. Da passt also dieses Muster, das wir gesehen haben, GM1, IgG, GD1a und GD1b, IgG, das ist das, was wir gesehen haben. Und da passt am ehesten also diese Ernährungsaussage. Ob das jetzt genau diesem Krankheitstyp entspricht, ist sekundär, aber wir haben auf jeden Fall damit die neuronale Beteiligung gesehen. Dann haben wir noch Antikörper gegen Neurotransmitterrezeptoren gemacht, wie Glutamat, GABA, Glycin und so weiter. Und da hat sich nichts gezeigt. Auch die Blut-Hirn-Schranken-Funktion, die ja in der Regel mit NSE und noch besser mit S100 geprüft wird, stellt sich völlig normal dar. Dann haben wir die virologischen Untersuchungen gemacht, oder die haben wir natürlich parallel gemacht, aber hier sind dann die Ergebnisse. Epstein-Barr-Virus, erstaunlich nur minimal positive Antikörper der üblichen Konfiguration, also VCA-IgG, Ebner-IgG nach einer länger zurückliegenden Infektion, Early-Antigen negativ, IgM negativ, also keine Hinweise auf eine aktive Infektion, im Gegenteil, Hinweis auf sehr geringe Immunität gegenüber EBV, also sehr niedrige Antikörper, Zytomegalie negativ, das Thema kann man dann verlassen. Und Herpesvirus 6 haben wir da bei der ersten Untersuchung nur bis 320 titriert, stark positiv, also auf jeden Fall über 1 zu 320, also sehr verdächtig. HBS, das ist natürlich Impftiter, der da positiv war. Dann sind wir in den Virusnachweis gegangen. Da war natürlich wie zu erwarten EBV im Vollblut und im Speichel negativ. Zytomegalie war eigentlich gar nicht nötig, weil schon die Serologie negativ war und damit eine eindeutige Antwort liefert. Zytomegalie natürlich auch negativ, aber Herpesvirus 6 beim qualitativen Test im Plasma positiv. Und dann haben wir es im Speichel gemessen und da war im Plasma und im Speichel die Situation so, im Speichel ganz wenige Viruskopien und im Plasma vergleichsweise sehr viele. Wir haben natürlich viele andere, oder im Laufe der Zeit sind auch an anderer Stelle schon ja bei den Voruntersuchungen sehr viele Infektionen durchgetestet worden, die alle negativ waren. Also wir sind beim Herpesvirus 6 hängen geblieben und da die interessante Konklusion, weil wir an sich ja immer sagen, Speichel ist viel sensitiver als Blut, vor allen Dingen, wenn es um eine Reaktivierung geht. Und da natürlich Vollblut wiederum einfacher als Plasma. Wir haben hier gesehen, natürlich im Vollblut sehr hohe Werte. Das habe ich jetzt kein Bild, aber das war eine andere Messung. Sehr hohe Werte. Im Plasma hohe Menge an Viruskopien, während im Speichel fast nichts im Vergleich dazu war. Und das nähert uns der Besonderheit dieses Falls. Also auf jeden Fall eine aktive oder reaktivierte, war zu dem Zeitpunkt noch unklar, Herpesvirus 6 Infektion. Sind dann im Laufe der Zeit natürlich für verschiedenste Nachweisreaktionen gemacht worden. Interessant war, dass die Uniklinik Düsseldorf sich da also sehr mehr oder weniger negativ herausgestellt hat und einen falsch negativen Nachweis geführt hat vom Herpesvirus 6. Dann haben wir natürlich, und an anderer Stelle wurde also mehrfach das auch kontrolliert, wir haben also immer wieder Herpesvirus 6, also Viren, virale DNA gefunden in erheblicher Menge in den verschiedenen Kompartimenten. Dann habe ich das nach Tübingen geschickt. Die sind sehr aktiv im molekularen Nachweis von Erregern. Und die haben es bestätigt, dass Herpesvirus 6 positiv ist. Und da kommt dann eine Besonderheit von Herpesvirus 6, den gibt es in zwei Versionen, in zwei natürlich engst verwandten Versionen, den Typ A und den Typ B. Und die haben dann nachgewiesen, was wir nicht konnten, dass es Typ A
ist in dem Fall. Dann tauchte die Frage auf, also wir hatten die Konzentration im Vollblut sehr hohe Werte, im Plasma hohe Werte, im Speichel fast nichts. Was ist genau dahinter? Und dann gibt es eine weitere und ganz spezielle Besonderheit bei Herpesvirus 6, der kann auch in ganz seltenen Fällen so genannt chromosomal integriert vorkommen. Während üblicherweise alle Herpesviren bleiben ja, wenn man sich infiziert damit und was man ja meistens ist, bleiben lebenslang im Körper, also setzen sich in den Zellen fest, in unterschiedlichen Zellarten. Aber sie werden nicht in das zelleigene Genom integriert. Und das Besondere beim Herpesvirus 6 ist, dass der in seltenen Fällen in das Genom integriert werden kann. Und das war bei ihm der Fall. Und dann gibt es eine Besonderheit beim Typ A von Herpesvirus 6, der kommt fast nicht im Speichel vor. Das ist wissenschaftlich untersucht. Nur der Typ B wird bevorzugt auch im Speichel sezerniert, wird der Typ A nicht. Wir hatten also die Konstellation, im Speichel fast nichts, was zum Typ A passt. Der Typ A wurde auch bestätigt. Wir haben die Bestätigung, dass es eine chromosomal integrierte Form ist, weil nämlich dann in Haarwurzeln der Nachweis auch erfolgte, also in Zellen, die nicht im Rahmen der Infektion mit einer Infektion möglicherweise mit Herpesvirus 6 konfrontiert sind, sondern in Zellen, deren Genom unberührt vorliegt. Und da wurde Herpesvirus 6 nachgewiesen. Das heißt, es ist der seltene Fall einer chromosomal integrierten Form des Herpesvirus 6-Virus A. Und da gibt es ganz selten die Möglichkeit, dass diese chromosomal integrierte Form, die normalerweise keine klinischen Probleme macht, aber eben vererbt werden kann, weil sie ja Teil des Genoms geworden ist, dass die auch aktiviert werden kann. Das weiß man von Untersuchungen bei Patienten, die immunsupprimiert sind, also vorwiegend bei organtransplantierten Patienten, die also medizinisch schwer immunsupprimiert sind, dass es da immer wieder Fälle gibt, wo chromosomal integrierte Herpesvirus 6 aktiviert werden kann. Und ganz selten sind Fälle, bei denen man keinen Immundefekt kennt, also bei Gesunden, ganz selten sind Fälle, bei denen auch bei Gesunden diese Sache passieren kann. Und wir gehen davon aus, dass es hier der Fall war. Also hier ist nochmal, ne, gibt es natürlich eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen zu diesem, also eigentlich ziemlich abgefahrenen Thema, chromosomal integrierter Herpesvirus 6. Das kann entweder nur in somatische Zellen an die Telomere dieser Zellen, zellulären DNA angehängt werden oder sogar in germinalen Zellen. Dann wird es vererbt und dann können die Nachkommen eben, die Hälfte der Nachkommen kann dann eben auch Träger des chromosomal integrierten Virus sein. In diesem Fall haben wir also das nicht näher untersucht, ob das jetzt auch in Spermazellen, ob da der Virus integriert war. Wir wissen, er ist chromosomal integriert, wir wissen, es ist Typ A. Wir haben die Aktivität sein, ja wodurch? Wir haben die chronische Immunaktivierung, wir haben die T-Zell mehr oder weniger weitgehende Insuffizienz, die häufig als Folge einer chronischen Antigenexposition auftreten kann. Dann schalten sich quasi die T-Zellen selbst ab. Wir haben die chronische Aktivierung der NK-Zellen. Wir haben die hohe Virusmenge im Plasma, die eigentlich ja nur durch eine Vermehrung der Virus außerhalb der Zellen, also nicht innerhalb zellulärer Chromosomen, innerhalb kernhaltiger Zellen, sondern außerhalb der Zellen im Plasma zu finden ist. Wir haben also sehr klare Zeichen der chronischen Immunaktivierung durch Herpesvirus 6 und haben auch entsprechend behandelt. Wie oft kommt das vor? Da ist mal eine Untersuchung in verschiedensten Ländern gemacht worden und dann ist man größenordnungsmäßig auf 0,7 bis 1% gekommen, bis auf einige Ausnahmen von Fällen. Aber national kommt es also in der Größenordnung vor, zwischen 0,5 und 1%, eben dass der Herpesvirus 6-Virus chromosomal integriert wird. Beide Subformen, Typ A und Typ B, können integriert werden, aber es gibt eben die besondere Situation, wenn ich oft an Speichel denke, ihr Speichelnachweis nur gut für den Typ B, nicht für den Typ A. Also ist da eine latente Unsicherheit in der Diagnostik, die man in seltenen Fällen bedenken muss. Die Behandlung war natürlich entsprechend mit Valsüte ist ja eigentlich nur für Zytomegalie eingeführt, ist aber auch das, was bei Herpesvirus 6 gut wirkt, während Valacyclovir, der bei EBV, was bei EBV gut wirkt, bei Herpesvirus 6 weniger wirkt.
Dann natürlich Immunstimulation mit Delimun oder Cimetidin, Biobran. Dann B-Komplex natürlich, Same hat er genommen, S-Adenosin, Methionin, Vitamin D und so weiter. Und Celebrex ist auch eine Maßnahme, ist ein COX-2-Hemmer, ja, eigentlich ein Schmerzmittel oder Rheumamittel, COX-2-Hemmer. Und man weiß, dass die Replikation von Herpesviren über COX-2-Hemmer auch blockiert werden kann. Deswegen habe ich das in dem Fall dazu genommen. Und zu erwarten ist in der Behandlung, dass sich die länger hinzieht, immer in Etappen, dass man nicht unbedingt, dass man zunächst mal einen Stillstand bekommt und der Herpesvirus, die Aktivierung runtergefahren wird, kann aber immer wieder auftreten, sodass man also den Fall weiter verfolgen muss. Dem Patienten geht es inzwischen wesentlich besser. Er hat sogar eine zweiwöchige Reise mit langen Wanderungen gemacht. Er ist noch nicht ganz, vor allem mental, noch nicht ganz wieder auf der Höhe, aber bei 80% seiner früheren Leistungsfähigkeit angekommen. Also eigentlich auch von der Behandlung her hat sich gezeigt, dass das Ganze, die ganze Vorstellung, die hinter diesem Fall liegt, stimmt. Und damit möchte ich schließen. Weitere Informationen finden Sie unter www.dr-bieger.de. Sie haben Kommentare, Anregungen, Fragen, dann schicken Sie bitte eine E-Mail an praxis@dr-bieger.de. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.